Keine Sozi-Freunde oder linken Freunde, das ist ein Eufemismus, keine Freunde, das sind keine Freunde. Die Diskussion geführt, wie gibt es denn das? Wenn ihr mir vorwirft, die Armut in Österreich wird immer größer, die Menschen haben immer weniger Geld, wieso erhöht sich denn die Teilzeitquote nicht? Wieso erhöht sich die nicht? Nicht einmal bei den Frauen, die keine Betreuungspflicht haben. Wenn ich zu wenig Geld habe, gehe ich mir arbeiten. Weil dann muss ich ja mehr Geld haben. Das passiert aber nicht. Die Teilzeitquote ist unverändert. Genauso schreibt man, ein Kind in Österreich kriegt keine warme Mahlzeit. Wieso mich am meisten dabei gestört hat, dass ich keine Empörungswellen auch in den Leserbriefen nicht gesehen habe und eigentlich mit den Eltern. Was heißt, ein Kind kriegt keine warme Mahlzeit in Österreich? Wisst ihr, was die billigste warme Mahlzeit in Österreich ist? Sie ist nicht gesund, aber sie ist billig. Ein Hamburger bei McDonalds. 1,40 €. 1,40 €. Wenn ihr so ein Pommes dazu kauft, sind es 3,50 €. So. Und jetzt behauptet wirklich einer ernsthaft, wir leben in einem Land, wo die Eltern ihrem Kind dieses Essen nicht leisten können. Jetzt können wir noch darüber reden, ist gesund. Da muss ich was anderes tun. Nur wenn wir uns in dieser Diskussion verlieren, und das ärgert mich massiv, weil es in den Medien überhaupt nicht stattfindet, dann reden wir von Staatswirtschaft. Dann heißt, jeder Elternteil hat sein Kind beim Staat einzuwenden, wir machen Kalorientabellen, wir schauen, wie viel Kind, wie viel Essen kriegt das Kind, wie wird es ernährt, und dann sind wir in der DDR. So schaut die linke Welt aus. Das ist unser Problem, aber dort fahrt es auch hin. So kommt ja auch eine Diskussion. Wir müssen mehr als wachsam sein. Wir mit Hammer haben wir eine Firma, die was AMS, da geht man hin, da hätten wir Geld. Ich nehme dann alles gemacht und jeder weiß, wie robust bin. Also du kannst du direkt sein, wie böse, wenn die anderen sagen, gut direkt. Das hört ja alles aus. Warum? Weil wir im Argument besser sind als die anderen. Nur Argument ist keine Emotion. Das ist momentan mein Feind. Genau. Wir leben in einem der besten Länder Europas. Wir stehen nach Luxemburg in der Frage, wie es den Menschen geht. Wir haben die Kaufkraft erhalten. Sogar inflationsbereinigt um 0,9% im Plus versus andere Länder im Minus. Ich kann das 100-mal erzählen. Es ist jedem wurscht, wer sagt, ich habe weniger Geld. Okay. Mit dem muss ich genauso leben. Ich kann das nehmen, 30 Stunden Arbeit oder 20. Aber ohne Subvention von uns, ohne die fleißig arbeiten. Ja. Da ist ja ein bisschen Arbeit. Ich komme zu dem. Was ist in Österreich real? Real ist, über all das darf ich mich mit dir eigentlich gar nicht unterhalten. Warum? Weil dann kommt nämlich die Gewerkschaft her und die Wirtschaftskammer her und sagt, hey, putzt ihr, Sozialpartnerschaft, 98%, 98% Arbeitnehmer sind im Kollektiv verhandelt über die Sozialpartnerschaft. Und jetzt muss ich mit denen, ich versuche das im Hintergrund, wir haben letztes Jahr versucht, dass die Lohnabschlüsse weniger hoch ausfallen. Aber nicht, damit die Arbeitnehmer weniger Geld haben, sondern wir haben folgendes Angebot gemacht, der Gewerkschaft. Wir machen die Steuerfreiprämie 3.000 Euro. Die ist steuerfrei für den Arbeitnehmer, sie ist sozialabgabenfrei für den Arbeitnehmer und sie ist für den Unternehmer arbeitgeberbeitragsbefreit. Sodass alle was davon haben, 3.000 Euro, brutto für netto. Und wir schaffen die kalte Progression ab. Das heißt, in der Tarifstufensenkung von 42 auf 40, von 35 auf 30, von 25 auf 20 bleibt jedem Arbeitnehmer jetzt entsprechend der Höhe der Lohnabschlüsse automatisch mehr Geld plus der möglichen Prämie, weil die Rahmenbedingung ist jetzt schon. So, jetzt hier mit welcher Wirkung? Die Gewerkschaft sagt mir, Naturrechnungszeitraum, kompletter Naturrechnungszeitraum. Also ihr könnt euch schon vorstellen, was das für den Herbst bedeutet. Die Gewerkschaft ist der Sturm. Und dieser Teilzeitwahnsinn, das wollte ich nur gerade sagen, wie es dazu gekommen ist. Wir haben die Teilzeit eingeführt in einer Zeit, als wir zu wenig Arbeitsplätze gehabt haben, schauen wollten, wie können wir flexibler werden, wie kriegen wir auch chronische Beruf, aber haben auch gleichzeitig die Zweiteilung. Ne? Wir machen aus einem Arbeitsplatz 20 Stunden, dann 4 Stunden in Summe. Aber das war Arbeit, immer die beschäftigt sind. Jetzt sind wir in der Situation, wir überaltern in der Gesellschaft, wir haben in Österreich 200.000 offene Stellen. Ich sage es nur mal. 200.000 offene Stellen. Wir haben 300.000 Arbeitslose, aber von denen musst du schon von vornherein, Das Problem ist, wenn du das bei Antwort AMS. Unsere Systeme sind auf diesen demografischen Wandel null vorbereitet. Weil wir haben extra die Rot-Weiß-Rot-Karte reserviert, sodass wir haben die Beiträge reduziert, damit wir die Rot-Weiß-Rot-Karte beantragen kann.
Wisst ihr, wer der größte Bremser war in der Bundesvorstadt? Nicht die Frauen, nicht die ÖVP, die Gewerkschaft, es wird Lohndumping droht. So, also jetzt haben wir die so weit gebraucht, das sollten wir können uns umsetzen. Jetzt sind wir ungefähr bei 1800, 1900 Punkte. Das war am Anfang ein Pass mit Rot-Weiß-Rot-Weiß. Jetzt beantragst du als Unternehmer jemanden, du brauchst dann aus einem Drittstaat an Arbeitskraft, sagst du dem AMS, das AMS checkt zuerst in deiner Region, dann schicken sie dafür Arbeit, die nicht umhaken wollen, dann ist schon mal wichtig, dass du das dann wieder meldest. Ich weiß, dass das ein Prozedere ist, aber Arbeitsverweigerung ist zu melden. Und dann sagt er der Beirat, ob es richtig ist oder nicht, dass die Bundesrotkarte genehmigt wird. Und im Beirat des AMS regional sitzt die Sozialpartnerschaft. Nur damit wir wissen, wie das in Österreich abgeht. Und das sind die Blockaden, die wir lösen müssen. Und das ist wiederum hochsensibel, schaut mich sehr für euch. Wir sind alles gelernte ÖVPler, wir wissen, was Leiden heißt. Das Problem ist ja, das muss das einmal politisch umbringen. Das ist in der Verfassung verankert. Das kannst du dann mal mit einer einfachen Mehrheit beschließen. Geschweige denn mit einer linksalternativen Partei als Koalitionspartner. Und nur eins auch gleich gesagt. Ich war Generalsekretär der Türkis-Blau.